Hallo Leute, ich bin Legendkiller und herzlich willkommen zu einem neuen One-Way-Smoke-Tutorial. Diesmal auf der Map Overpass und wir fangen direkt mit der ersten Smoke an. Wir hier oben so das Fenster, oh lol, das ruckelt so ein bisschen. Wir hier oben alles zusmoken könnt, sodass ihr hier so einen kleinen Tunnel habt, wo ihr hier abchecken könnt, dann da alles abchecken könnt. Spot könnt ihr leider nicht mit abchecken, aber naja, ihr müsst auf jeden Fall hier in die Ecke gehen und die Smoke hinter die Tür werfen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das auch von hier machen könnt, aber ich würde das so machen, die Smoke dann dahin werfen. Dann habt ihr hier rechts halt so einen kleinen Gang frei, wo ihr hier dann so ein bisschen abaimen könnt. Könnt gucken, aha, ist da links einer, ist das frei. Könnt ihr weiter aimen und gucken, ist da rechts halt hinter einer, hinter diesem Pfeiler, und dann könnt ihr die da wegholen. Spot könnt ihr leider, wie ihr seht, nicht so gut abaimen, da der Spot erst da ist. Aber wie gesagt, wenn ihr die einfach so dahinter wirft, mal gucken, mit Rechtsklick. Oh, das ist glaube ich ein bisschen kurz. Nee, könnt ihr halt trotzdem hier gucken, aha, links vom Pfeiler alles frei. Guckt hier rüber, da rechts, da steht einer, und dann holt ihr die weg. Das war's mit der Smoke, gehen wir weiter zur nächsten. So, diese Smoke von gerade eben, die wir hinter diese linke Tür geworfen haben, die können wir natürlich auch hinter die rechte Tür werfen, indem wir die einfach per Rechtsklick fallen lassen. Sie wird dann so aufkommen, dass hier links unten so eine kleine Lücke ist, wo wir durch-aimen können. Und dann können wir halt alles, was links von diesem Pfeiler ist, umbringen. So, seht ihr halt alles, was da links ist. Und das Dumme ist halt, man sieht nur ein bisschen was, was links ist. Und erst wenn die so ein bisschen verblasst, könnt ihr Spot mehr sehen. Wenn man die so ein bisschen weiter so nach rechts wirft, kriegt man auch mehr Platz, wo man durchgucken kann. Ist dann natürlich aber auch von den anderen Spots aus sichtbar, weil dann könnt ihr auch so ein bisschen, wenn ihr wisst, da hinten ist nichts, könnt ihr so ein bisschen auf Spot aimen, und wenn ihr dann wisst, aha, ungefähr da ist der Gegner und der ist gerade am Planten, könnt ihr da auch hinballern oder da durch mal pre-aimen, wenn ihr halt, ups, also ein bisschen weiter nach rechts hier, einfach ungefähr auf dieses Hütchen, Rechtsklick fallen lassen. Und dann könnt ihr halt, wenn ihr wisst, dass da keiner ist, dann könnt ihr hier so ein bisschen on-spot gaffen und denkt so, aha, der plantet da gerade, dann macht ihr einfach mal so einen Schuss, weil ihr könnt ja hier durchschießen, wie ihr seht. Und ja, das war's eigentlich so mit der Smoke. Gehen wir mal weiter zur nächsten. So, kommen wir nun zur nächsten Smoke. Diese Smoke ist eigentlich relativ gut, wenn ihr CT seid und eine Echo oder so habt und aggressiv spielt. Dafür geht ihr einfach hier die Treppen runter, stellt euch direkt hier links an diesen Treppen, und jetzt müsst ihr ungefähr mittig von dem Feuerlöcher rechts rüber zielen, bis ihr auf diesem Rand von der Mauer seid, und dann die Smoke loslassen. Die wird da unten auffallen und ihr könnt dann halt hier oben drüber gucken und die Leute, die da sind, alle wegholen. Und ja, kann man halt mit einer Deagle, kann man die Leute da gut wegholen, wenn die da stehen. Moment, wir ziehen uns mal ein Bottchen. Und ihr seht dann nichts. Seht ihr? Der Bot, okay, der steht jetzt auch ein bisschen rum. Ich schau mal. Seht ihr? Man sieht den Bot da nicht. Da ist alles zugesmoked und ja, hab's ja gerade von der anderen Seite gesehen. Der steht da irgendwo. Und das war's mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. Kommen wir nun zur nächsten Smoke, und zwar, wie ihr hier Connector zusmoken könnt oder die Leute, die da rauswaschen wollt, aufhalten könnt. Zum Beispiel, wenn ihr hier von B verschiebt, könnt ihr euch hier in die Ecke stellen, dann einfach mittig auf diesen QR-Code M und dann auf diese Stange. Und jetzt müsst ihr Rechtsklick machen, und jetzt seht ihr halt, normal würdet ihr per Rechtsklick die einfach so hier vor euch fallen lassen. Wenn ihr jetzt aber euch hier so mittig drauf aimt, Rechtsklick macht und dann linke Maustaste drückt, seht ihr, er bewegt die linke Hand, ne? Und jetzt müsst ihr beide gleichzeitig loslassen, dann macht ihr so einen Mischwurf von beiden und ihr seht dann hier unten so, aha, da kommen gerade Füße raus, und dann könnt ihr da einfach reinsprayen, sobald die da rauslaufen. Ich habe jetzt eine Deagle, ist halt nicht schlecht zu zeigen, aber so habt ihr dann irgendwie eine M4 und könnt ihr dann so zack, 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 meinetwegen auch Tabs machen und die Leute, die da rauskommen, killen. Also wie gesagt, ihr müsst ungefähr mittig auf den QR-Code, dann Rechtsklick halten und dann die linke Maustaste, dann seht ihr ja, er bewegt die Hand anders, und dann müsst ihr beide gleichzeitig loslassen. Die Smoke wird halt so aufkommen und die Leute, die da rauskommen, ihr seht da einfach die Füße, ihr müsst ungefähr gucken, wo der Kopf ist. Zack, 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 einfach tappen, tappen, oder wenn ihr, keine Ahnung, eine P90 oder so habt, einfach so reinhalten. Und ja, das war's mit der Smoke. Kommen wir nun zur nächsten Smoke, wie ihr hier ungefähr alles absmoken könnt, sodass ihr euch hier neben die Mülltonne stellen könnt und da die Leute abaimen könnt, die da von da kommen. Dafür müsst ihr, wenn ihr dann, keine Ahnung, zum Beispiel von A irgendwie rotiert, stellt ihr euch hier vor diesen Elektrokasten, wenn man hochkommt,
hier vorstellen. Guckt dann dahin. Also ihr müsst ungefähr gucken, dass hier dieser Part nicht mehr zu sehen ist, sondern dass dieses Stück hier von der Mauer ungefähr hier links, wo die Tür ist, ist. Das heißt, hier vorstellen, gucken, dass das ungefähr so auf eine Linie ist. Und dann müsst ihr euch bücken und dann gibt es da, das erkennt man halt jetzt nicht so gut wahrscheinlich, man sieht halt hier diese Flecken und ihr müsst halt auf den unteren Fleck aimen, was ungefähr zwischen diesem Strich von der Mülltonne ungefähr ein bisschen unterhalb des oberen Striches ist. Heißt, ihr kommt hoch, stellt euch hier hin, aimt dahin, guckt ungefähr, dass das auf eine Höhe ist und aimt ungefähr so mittig und dann die Smoke werfen. Die wird dann so aufkommen, dass ihr euch hier links rum hinstellen könnt. Und dann könnt ihr, wenn ihr euch hinten in die Ecke stellt, wunderschön da durchgucken und die Leute alle wegholen und die gehen euch nicht sehen. Das war's mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. Kommen wir nun zur nächsten Smoke, wie ihr so ein bisschen auf A lang gucken könnt. Und zwar, wenn euer einer Teammate da hinten die Smoke gemacht hat, dass ihr oben auf kurz gucken könnt, könnt ihr, wenn ihr hier rum hochkommt, euch hier halt in diese Ecke stellen. Dann aimt ihr hier hoch und müsst halt hier zwischen diesem Strich da oder wo dieser Übergang halt ist, dazwischen und zwischen den Treppen ungefähr mittig aimen, ein bisschen höher, sodass ihr nicht gegen die Treppen wirft. Und dann könnt ihr halt hier rechts an der Mülltonne vorbeizählen und die Leute, die von da lang kommen, alle holen. Und ja, jetzt mit einer Awe könnt ihr halt einholen, könnt ihr wieder in Deckung gehen, könnt ihr gucken, bis der nächste kommt. Und dann könnt ihr den nächsten holen oder ihr habt halt irgendwie eine AK oder M4, was auch immer. Und könnt damit dann halt mehrere Leute wegholen. Und Achtung vor Überladung, war das was auch mit der Smoke. So, kommen wir nun zur nächsten Smoke. Und zwar, wenn ihr euch hier hinter den Truck stellt und dann so bückt, müsst ihr gucken, dass hier dieses Stück vom Truck ungefähr auf einer Linie mit dieser Stück von der Mauer ist. Ihr seht, ihr könnt ja hier durchgucken, ungefähr so. Dann müsst ihr aufstehen, auf dieses Quadrat zielen, oben links auf die Ecke und dann per Rechtsklick die Smoke fallen lassen. Wenn ihr euch jetzt bückt, wenn ihr hier steht, ja klar, sehen die euch noch, aber wenn ihr hier rüber geht in die Ecke, könnt ihr euch hier nicht mehr sehen, ihr könnt die alle wegholen. Wenn eure Teammates dann halt noch zusätzlich hier halt stehen und dann auf lang gucken, weil hier ist ja dann auch alles gesmoked, hier ist dann alles gesmoked, die können schön auf lang gucken und euer dritter Teammate steht dann irgendwo hier und guckt dann halt mit der Smoke hier, okay, die ist jetzt scheiße geworfen, aber ich habe die Smokes ja schon gezeigt, guckt dann halt dahin und die Leute dann hier auf Spot kommen, kommen hier, sehen dann erstmal nichts, werden dann von da abgeballert, selbst wenn ihr hier geholt werdet, ist ja da euer Teammate, beziehungsweise der wird wahrscheinlich auch zuerst auf euch schießen, wird dann ein, zwei holen, wird dann um die Ecke gehen, irgendwie nachladen, ihr kommt hier rum, werdet dann von da abgeballert und der Typ, falls ihr auch welche von lang pushen sollten, holt der Typ euch weg und zur Not kann der dann auch hier, wenn er hier halt euch ein paar Mal abgeballert hat, kann der hier rumkommen und hier auch noch weiterballern oder hier euch noch abballern und ja, das ist halt, sollte man zu dritt halt auf A spielen oder sollte halt jemand von euch verschieben und ihr die Smokes noch haben, könnt ihr die Taktik ja mal ausprobieren oder allgemein für sehr aggressive Spieler, also wenn ihr aggressive Gegner habt, könnt ihr die auch mal ausprobieren, die Taktik einfach mal sehr defensiv verteidigen und ja, Achtung Überlänge, ihr wisst, was ich meine. So, kommen wir nun zur nächsten Smoke und zwar, wenn euch ein Teammate hier hochboostet, also auf diese Kisten hier drauf, könnt ihr dann per Rechtsklick irgendwo, könnt ihr, ich mach das am besten immer dazwischen, die hier fallen lassen und wenn ihr hier dann gebückt euch richtig hinstellt, könnt ihr halt durch diese Smoke gucken und die Leute, die da alle sind, wegballern oder auch die, die von lang kommen, je nachdem, was ihr halt decken wollt, könnt ihr die auch hier hinwerfen, so schön immer per Rechtsklick einfach fallen lassen und dann einfach richtig positionieren. Auch weiter nach hinten gehen, dann können die auch nicht da durchgucken. Aber ich schmeiß die, wie gesagt, am liebsten einfach hier mittig rein. Und dann könnt ihr halt, wenn ihr hier gebückt seid, schön durch den Smoke den Leuten auch einen Headshot geben. Ja, das war's auch mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. So, kommen wir nun zur nächsten Smoke, wie man so ein bisschen hier lang decken kann. Dafür braucht ihr einen Teammate, der euch pusht.
so dass ihr halt auf seinen Kopf drauf springen könnt. Dann könnt ihr nämlich, die Leute, die es nicht wissen, hier mal diesen Truck drüber gucken und erlangdecken. Und ja, dann könnt euer Team mit, am besten der unten steht, damit ihr halt in Ruhe mit der AWE hier alles abaimen könnt, kann er dann von unten eine Smoke-Granate werfen. Nur ich würde euch halt empfehlen, die so ein bisschen außerhalb zu werfen. Denn, oh, die war glaube ich ein bisschen zu weit. So, ja, dass man halt gerade eben noch über den Smoke drüber gucken kann, weil wenn man sie hier unten einfach fallen lässt, dann, dann kann das sein, dass der Smoke zu hoch geht und man euch, beziehungsweise, dass ihr nichts seht. Ich zeige das, demonstriere das einfach mal kurz. Wenn es hier nämlich Perez-Flag fallen lässt, geht der Smoke zu hoch und ihr könnt nicht mehr durchgucken. Deswegen müsst ihr halt, Moment, ich zeige euch das gleich am besten, wenn der Smoke halt weg ist oder euer Teammate, einfach hier so leicht außerhalb die Smoke-Granate werfen. Oder einfach leicht innerhalb, je nachdem. Wenn die halt so ein bisschen mehr hier liegt, dass euer Teammates hier auch so ein bisschen mehr geschützt sind. Moment, ich zeige euch das, wenn die Smoke mal weggeht. So, ich stellt euch halt einfach auf den drauf. Und, lol, ich backe gerade fest. So, und dann wirft der Teammate die meinetwegen auch einfach so nach vorne. Na, die war auch zu kurz. Obwohl, wenn ihr so ein bisschen weiter nach rechts geht, ihr seht halt, was ich meine. Jetzt könnt ihr hier auch vorbei aimen und seht halt, aha, da kommt einer, zack, schießen, bücken, wieder hoch, schießen, bücken. Und ja, ihr müsst halt nur gucken, dass ihr die Smoke nicht zu kurz wirft. Immer so ein bisschen schön Abstand halten, sodass ihr schön... Oh, die war jetzt zu lang. Aber ihr seht halt, muss man ein bisschen üben, dass die Smoke schön aufkommt und man schön wie hier so von der Smoke zugedeckt ist. Das war's auch mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. So, kommen wir nun zur nächsten Smoke, wie man hier hinten diese Mülltonne absmoken kann, sodass, wenn die Gegner halt hier hinten stehen, hier so stehen, dass ihr die dann wegholen könnt. Dafür müsst ihr einfach, wenn ihr hier um die Ecke kommt, wo dieser Toiletteneingang ist, euch hier hinter dieser zweite Tür stellen. Ungefähr gucken, dass die so in einer Linie sind. Und jetzt müsst ihr ungefähr hinten mittig auf diese Wand da zielen. Also einfach am Ende hier von diesem K immer höher gehen, bis ihr ungefähr hier oben an dieser Spitze von diesem Turm, also kurz bevor diese Stange da oder diese Antenne, was auch immer das sein soll, kurz bevor die anfängt, auf eine Höhe sein. Das heißt, hier ungefähr von dem K hoch, bis ihr dann hier auf eine Höhe so seid. So ungefähr, dann die Smoke werfen, die sollte dann aufkommen, an der Wand abprallen. Oh, okay, bisschen mehr nach links. Und dann sollte die halt auf der Mülltonne stecken bleiben oder hängen bleiben, wie auch immer. Ein bisschen mehr nach links, so. Okay, die ist jetzt gut aufgekommen. Doof halt nur, dass die erste Smoke noch da ist, weil dann könnt ihr hier unten drunter gucken, ob die Leute dahinter hinter der Mülltonne stehen oder allgemein ist das einfach nur, damit die halt nicht andere One-Way-Smokes oder so machen können. Dann könnt ihr hier halt vorpushen und könnt ihr weiter hier unten drunter gucken und die Leute, die dann da stehen, wegballern. Und ja, das war's auch schon mit Cobblestone. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zugucken und ich hoffe mal, es waren ein paar nützliche oder viele nützliche dabei. Und schreibt mir noch mal in die Kommentare, welche Map ihr als nächstes sehen wollt. Und ja, Verbesserungsvorschläge, wie immer, sind sehr erwünscht. Auch wenn ich selbst merke, dass ich immer viel zu hektisch rede. Aber ich versuche es einfach schnell und knapp wie möglich zu machen. Und ja, will ich nicht weiter labern. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge.